einfach einmal so, dass das Bewusstsein. Das ist ein Party-Trail. Da ist Party-Trail. Party-Trail. Fahren wir nachher. Noch da haben Sie jetzt bis heute Morgen noch geschlägert. Gestern. Ich denke mir jetzt mal, wenn ihr sagt Schlägern, dann denke ich mir, was war los? Da haben Sie sich Schlägerei auf dem Trail. Na, Holzfällen. Passt? Ja. Bei uns heißt es Baumfellarbeiten. Oder Forstarbeiten. Ja, Forstarbeiten zum Wegepflege. Zur Wegepflege. Jetzt ist das Ding auch noch ausgegangen. Scheiß. Aus. Ein. Und damit herzlich willkommen zu dem zweiten Teil von meinem Lakebike Pressecamp Aufenthalt. Der zweite Teil beinhaltet jetzt Tag 2 und 3. Am zweiten Tag sind wir am Ossiacher See noch ein paar Trails gefahren, sowohl ein paar technische. Begonnen hat das Ganze mit dem sogenannten Matschi Trail, der seinem Namen auch alle Ehre gemacht hat. Er war nämlich sehr matschig. Noch ein paar weiteren Trails, eine neue Flowline, noch ein paar technische Sachen. Am dritten Tag, das war dann nur noch der Vormittag, ging es auf den sogenannten Prolitzen Trail. Und ich war lange nicht mehr so nervös wie am Morgen des dritten Tages, weil dieser Trail wurde uns doch heiß angekündigt als sehr schwer, nur was für absolute Könner. Und da ich Menschen wie Jasper als absolute Könner bezeichne, mich selber dann aber doch noch nicht, obwohl ich ja ein ganz schlechter Fahrer bin, hatte ich dann doch etwas Muffen vor diesem Trail. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich da darauf dann doch geschlagen habe, müsst ihr das Video bis zum Ende gucken. Was machst du da? Jetzt weiß ich, warum du eine Jacke angezogen hast. Das war clever. Nachdem wir über den Matschi Trail und einem kleinen Transferforstweg gefahren sind, trafen wir mitten im Wald auf eine unglaublich toll geshapte Flowline, die man dort überhaupt nicht erwartet hätte nach dem ersten Trail, weil man sich dachte, okay, der Charakter in diesem Hang der Trails wird wohl so sein wie der vom Matschi Trail. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir die ersten Spuren in den oberen Teil hiervon fahren durften. Der Ganze ist super geil, ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene und Profis geeignet, da es überall kleine Wellen gibt, die man double kann, kleine Sharks finden, wo man rausziehen kann. Als Anfänger kann man aber auch einfach alles abrollen und so in den Flow kommen.
Jeder einzelne von uns hatte einen Mordspaß darauf und wir waren echt davon begeistert, dass sowas einfach versteckt mitten im Wald zu finden ist, wo keiner von uns mehr mit gerechnet hätte. Schönes Ding, oder? Ja, Mann. Boah. Sorry. Der nächste Trail wurde dann wieder ein bisschen technischer. Ihr konntet gerade sehen, wie ich mich an einem der Doubles dann doch etwas verbremst habe nach dem Absprung, da ich die Richtung nicht ganz getroffen habe und man den nächsten sehr gezielt anfahren musste. Leider ist mir dann das Vorderrad weggegangen beim Anbremsen der Kurve und es hat mich fast über den nächsten Double geschossen, ohne dass ich noch irgendeine Art von Kontrolle hatte. Ja. Beim zweiten Versuch hat es dann besser geklappt. Der untere Teil des Trails ging dann wieder technisch und steil weiter. Leider liegen mir diese technisch und steilen Trails immer noch nicht so. Ich mag und kann auch gut schnelle Downhill-Trails, muss mich aber definitiv in diesen engen Kurven noch stark weiter verbessern. Nichtsdestotrotz ist es einfach irre, was hier in der Region geschaffen wird, dass man eine solche Vielfalt von Trails hat. Sowohl diese Flowline, die wir gerade gefahren sind, als auch der anschließende etwas technischere Trail heißt, hier ist wirklich für jeden Fahrer was geboten, egal ob man blutiger Anfänger ist oder halt wirklich schon fortgeschrittener und Profi. Alle finden was, worauf sie Spaß haben können. Der letzte Trail dieses Tages war der sogenannte Ruby Trail, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der war wirklich tiefschwarz. Keine großen Sprünge oder Doubles, einfach sehr, sehr steil, sehr, 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 sehr technisch und dadurch super anspruchsvoll zu fahren. Ich habe mich hier auch absolut nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ehrlich sagen. Darum zeige ich euch den oberen Teil und ab dann, wo ihr mich absteigen seht, habe ich wirklich viel geschoben, weil ich mit diesen engen, steilen, technischen Kurven Schwierigkeiten hätte. Mich selber ärgert es auch sehr. Ich hätte gerne noch die Zeit dazu gehabt, den noch zwei, dreimal zu fahren, dann wäre ich da auch runtergekommen. Aber den Tipp von Jasper, den ich euch versprochen habe, gab es da schon, allerdings ist es etwas schwierig, den umzusetzen. Und zwar hat er mir den Tipp gegeben, dass man bei Trails, die man nicht kennt, die man blind fährt, also gerade auch bei Enduro-Trails, und das Ganze gilt auch vor allem für Enduro-Fahrer, die auch Rennen fahren wollen und die Stages ja oft nicht vorher trainieren können, ist ein weit vorausführender Blick. Dass man wirklich nicht kurz vors Vorderrad guckt, sondern je schneller man fährt, umso weiter guckt man voraus. Und das Ganze konnte ich dann in Molveno, hatte ich mich langsam daran gewöhnt, meinen Blick weiter nach vorne zu führen. Und es macht einen himmelweiten Unterschied. Man kann Kurven voraussehen, man sieht, was kommt, man sieht große Stufen und kann deswegen viel früher darauf reagieren. Und automatisch fährt man viel, viel schneller, weil man eben weiß, was kommt. Und ich hatte bis dato das Problem, dass ich auf Trails, die ich kenne, und jetzt rede ich nicht von meinen Home-Trails, die ich auswendig kenne, sondern die, wo ich zwei, dreimal gefahren bin, schon mich viel wohler gefühlt habe, viel schneller unterwegs war. Und das Hauptproblem war bei mir tatsächlich einfach die Blickführung. Die weiteren Tipps von Jasper, die wir so im Laufe des Trips bekommen haben, könnt ihr gerne bei ihm im Video nachgucken. Und zwar hat er über die Prolitzen Line zusammen mit dem Freeride Flow ein Video gemacht, wo super wertvolle Tipps für technisches Gelände, für schnelles Fahren, für Kurventechnik drin sind. Also schaut gerne beim Jasper im Video vorbei. Fahr vorbei! Am dritten Tag ging es dann also auf den sogenannten Prolitzen Trail. Der Name Pro ist hier allerdings tatsächlich auch Programm. Nichtsdestotrotz ist der Trail in meinen Augen der beste, was die Region hier zu bieten hat. Und das heißt nicht, dass die anderen Trails schlecht sind, sondern es hat einfach von vorne bis hinten meinen Geschmack getroffen. Hier hatte ich auch das Glück, dass der Flo, der den schon am Vortag mit dem Jasper zusammengefahren ist, mir ein bisschen sagen konnte, was kommt. Das heißt, ich bin nicht einfach blind reingefahren und musste mich komplett selbst orientieren, was, wie ich ja gerade erwähnt habe, nicht so mein Ding ist und ich gerade schwer am Üben bin, sondern hatte jemanden, der mir vorfahren konnte, der mir ein bisschen sagen konnte, worauf ich achten muss und vor allem die kniffligen Passagen kannte. Ja, aber ich möchte für die Kamera bitte festhalten, Laurenz, dass ich mich eigentlich nicht befähigt fühle, hier irgendwie was zu sagen. Also ich habe das gestern machst du das ganz gut. Ich habe das gestern so halbwegs überstanden und das war's. Good.
leider nicht so ein fotografisches Gedächtnis wie du. Also da unten könnt ihr auch rumfahren um den Sprunggang, gell? Ja. Nein. Nach der Kurve da. Ja. Also für die Mädels jetzt. Ja? Direkt da nach der Kurve, die da gebaut ist, da kommt ein Sprung. Also Drop, Bremse offen, nicht mehr treten. Ja, da bist du schon zu schnell dafür. Moment, ich muss mal eben gucken, wer mich anruft. Ach, scheiß drauf. Ich ruf gleich zurück. Okay. Fertig. Let's go. Ich bin ready. Ich bin auch eingeklickt. Wohin mit dir? Ja, ja, ich hab den Drop. Die Warnung kam zu spät. Also da lupft man sich eigentlich so. Also hier so rüber, zack, da. Dann musst du halt da, Explosivtipp von Jasper, direkt halt sehr schnell wieder in die aktive Position, dass du halt quasi diesen kleinen Hupser darüber dann noch schaffst. Ja. Wo geht's dann noch weiter? Hi. Ja. Dann rechts runter, ne? Und dann geht's so rechts runter und dann halten wir wahrscheinlich immer. Okay, ich kann nicht loslassen, weil ich bremse. Fahr vor, ich hänge mich hinten dran. Das war doch smooth, oder? Mega! Also Copyright Jasper-Tipps, ne? Quasi ganz außen fahren, eigentlich über diese Linie, je weiter du außen kommst und dann, desto besser klappt die ganze Geschichte, weil du dann rund in die Kurve reinkommst und den ganzen Schwung aus der Kurve mitnehmen kannst und dann halt rüberkommen. Und hier vorne ein bisschen leicht machen, über dieses Wurzelding hier rüber bis da unten in diese Kurve rein. Und dann Bremse auf, Zündung und rüber. Ja, also, wie gesagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet genauso viel Freude beim Zuschauen wie ich hier in der Region Villach beim Pressecamp von Lakebike. Möchte mich hier nochmal vielmals für die Einladung bedanken, dass ich die Chance bekommen habe, das Ganze mitzumachen. Für mich ist es nach Österreich direkt weitergegangen nach Italien. Das heißt, die nächsten Videos werden vom TOC-Pressecamp aus Mulveno, mitten aus den Dolomiten sein. Dürft ihr gespannt sein. Lasst gerne einen Kommentar da. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video.